Wir sprechen über den Klimawandel, Kohlenstoffemissionen und die globale Erwärmung und verschiedene andere Aspekte. Aber wir befassen uns nicht mit dem Boden. Der Boden ist der Lebensraum, in dem Abermillionen von Lebewesen gedeihen. Wenn der Boden nicht mehr reichhaltig ist, dann hast du den Planeten in vielerlei Hinsicht im Stich gelassen. Jede verantwortungsbewusste Wissenschaftler in der Welt und die UN-Organisationen sagen ganz klar, dass uns nur noch 80 bis 100 Ernten verbleiben. Das heißt, es verbleiben etwa 45 bis 50 Jahre landwirtschaftlicher Boden auf dem Planeten. Im Jahr 2045 werden wir 40% weniger Nahrungsmittel produzieren als im Moment. Und unsere Bevölkerung wird 9,3 Milliarden Menschen betragen. Die Nahrungsmittelknappheit, die in den nächsten 25 Jahren eintreten könnte, die Folgen davon sind unvorstellbar. Bürgerkriege werden auf der ganzen Welt ausbrechen, sobald es zu Nahrungsmittelknappheit kommt. Was wir jetzt erleben, ist das Aussterben des Erdbodens. Warum stirbt der Boden? Wohin geht er denn? Was geschieht mit unserem Boden? Wir müssen verstehen, wenn du dem Sand organische Bestandteile hinzufügst, wird Sand sich in Erde verwandeln. Wenn du alle organischen Bestandteile aus dem Boden entfernst, wird der Boden zu Sand werden. In normalen landwirtschaftlichen Böden sollte der Mindestgehalt an organischen Bestandteilen zwischen 3 und 6% liegen. Das Minimum liegt bei 3%. Zumindest ist dieses Minimum notwendig, um den Boden lebendig zu halten, um den Boden als lebendigen Boden zu erhalten. Die landwirtschaftlich genutzten Böden weltweit sind so stark ausgelaugt. In den meisten Ländern sind über 50% des Oberbodens in den letzten 100 Jahren verschwunden. Der Nährstoffgehalt ist signifikant gesunken. Der Gehalt an Mikronährstoffen, die du Anfang des 20. Jahrhunderts mit deiner Nahrung bekommen hast, ist im Vergleich zu dem, was du heute mit der gleichen Nahrung aufnimmst, um 90% gesunken. Wenn du in den 1920er Jahren eine Orange gegessen hast, was du daraus bekamst, wenn du heute im Jahr 2020 das Gleiche bekommen willst, musst du 8 Orangen essen. Das ist es, was wir mit unseren Lebensmitteln gemacht haben. Der Boden ist das größte Ökosystem auf dem Planeten und nur wenige Menschen wissen etwas darüber. Ein Teelöffel gesunder Boden enthält wahrscheinlich mehr Mikroben, als es Menschen auf der Erde gibt. Das mikrobielle Leben in den ersten 30 bis 40 Zentimetern des Oberbodens ist die Grundlage für unsere Existenz. Es ist diese Magie unter unseren Füßen, die das Leben hervorbringt, das wir sind. Diese ersten 30 bis 40 Zentimeter des Bodens sind die Lebensgrundlage für 87% des Lebens auf diesem Planeten. Einschließlich dir und mir. Wir müssen anfangen zu erkennen, dass das, was wir unseren Erdboden nennen, Mutter Erde, ein lebendiger Organismus ist. Offene Böden, durch Pflügen aufgerissen, offen für Sonnenlicht, sind die Grundlage für die Zerstörung des mikrobiellen Lebens. Der Fokus sollte also auf der Landwirtschaft liegen. Der Fokus sollte darauf liegen, zu schauen, dass Land so viel wie möglich beschattet wird. Irgendeine Art von Schatten, Gräser, Kräuter, Büsche, Bäume. Conscious Planet startet die Rette den Boden-Bewegung, um einen Politikwechsel zur Regeneration des Bodens herbeizuführen. Als Teil davon, ich bin 65 und fahre 30.000 Kilometer eine einsame Motorradreise, 30.000 Kilometer durch 24 Länder, um die Unterstützung der Bürger zu aktivieren und sicherzustellen, dass die langfristigen Investitionen der Regierung gewürdigt werden. Es ist also äußerst wichtig, dass die Regeneration des Bodens in der Politik aller Regierungen auf dem Planeten verankert wird. Wir müssen das Narrativ auf unserem Planeten ändern, dass Boden ein Reichtum ist. Ein Erbe, das wir von früheren Generationen erhalten haben. Und wir müssen es weitergeben als lebendigen Boden für künftige Generationen. Wir befinden uns an einem Scheitelpunkt. Wenn wir jetzt die richtigen Dinge tun, können wir diese Situation in den nächsten 15 bis 25 Jahren signifikant verbessern und den Boden regenerieren. Aber wenn wir zulassen, dass das noch 30 bis 40 Jahre so weitergeht, nach 40 Jahren, wenn wir es versuchen, dann könnte es 150 bis 200 Jahre dauern, weil so viel Verlust an biologischer Vielfalt stattfinden würde.
Vom 21. März an, 100 Tage lang, sollte die ganze Welt, jeder Mensch auf dem Planeten, über den Boden sprechen. Wir müssen das Wort Boden, rette den Boden, überall hören, um zu sehen, dass sich das Narrativ auf dem Planeten ändert in Richtung des wichtigsten Aspekts unseres Lebens, dem Boden. Jeder von euch sollte so viele Menschen erreichen, wie er kann, um das wahrzumachen. Viele globale Führungspersönlichkeiten und Influencer nehmen bereits an dieser Bewegung teil. Sei ein Teil davon und lass es uns wahrmachen. From my part, as much as I can contribute. We're going to save the soil. Do your part. And saving the soils. Our future, our children's future. And our planet's future depend on it. Save the soil. We know what we must do, so let's make it happen. 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 Let's make it happen.